Ja, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einem weiteren Höhepunkt dieser Sondersendung, zur offiziellen Laudatio, zu meinem 100. Geburtstag. Sie können sich vorstellen, wie sehr man sich bei mir im Jenseits darum gerissen hat, diese Laudatio halten zu dürfen. Natürlich. Napoleon wollte, Pinochet, Botha, Bismarck, Karl der Große, Karl der Kleine, Ludwig der Dicke, Pippin der Jüngere, Pippin der Ältere. Aber es kommt natürlich nur ein Mann dafür in Frage. In einer Zeit, in der mich Kohl und Genscher durch geschicktes Taktieren aufs Abstellgleis manövriert hatten in Bayern, hat er von mir einen Milliardenkredit angenommen und mich damit zum letzten Mal auf die große politische Bühne zurückgeholt. Begrüßen Sie mit mir den Staatsratsvorsitzenden der DDR und ersten politischen Ziehvater der FDJ-Sekretärin Angela Merkel, Erich Honecker. Venceremos. Genossen, Bundesbürger, werte Menschen, liebe Gäste, mein lieber Franz Josef Stalin. Strauß, ich bitte um Nachsicht, das ist die Aufregung. Ich begrüße und beglückwünsche dich zu deinem ruhmreichen Ehrentag, 100. Geburtstag von Franz Josef Strauß, Herr Lebe. Hoch! 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 Jawohl. Du, lieber Franz Josef, hättest Griechenland geholfen. Den Menschen in Griechenland natürlich. Und zwar mit einem Milliardenkredit. Womit denn sonst? Das ist bei dir so Uso. Ja? Die Deutsche Demokratische Republik verdankt dir, lieber Franz Josef, ja, 3 Jahre langer Sicherheit und Geborgenheit. Jawohl, du allein hast den Weltfrieden in Europa gesichert. Du hast uns mit deinem Milliardenkredit gerettet. Es lebe die unverbrüchliche Freundschaft zwischen Bayern und dem Sozialismus. Jawohl. Liebe Gäste, noch einmal, 1 Milliarde D-Mark. Damit hat unsere Deutsche Demokratische Republik 3 Jahre lang wirtschaften können. Und wir haben alles auf Hellas und Pfennig zurückbezahlt. Und auch noch pünktlich. Und heute 1 Milliarde? Das reicht keinen Tag. Und das Geld ist auch noch weg, Franz Josef. Ja? Jawohl. Schauen wir der Zukunft ins Auge. Heute, wo die Zukunft Wirklichkeit wird, haben wir doch in Wirklichkeit keine Zukunft mehr. Niemals, Franz Josef, hättest du es zugelassen, dass die D-Mark verschwindet. Ja? Denn sie war hart wie unser Konsumbrot. Und Konsumbrot macht Wangen rot. Für kein Geld der Welt hättest du Deutschland verraten, so wie diese 8 Groschenjungen Kohl und Weigel. Ja? Mein lieber Franz Josef, ich bitte dich herzlich, nur noch 1 Milliarde mehr und wir hätten doch die BRD übernommen. Natürlich, da brauchen Sie gar nicht lachen. Ja? Die Bundesrepublik war doch 1989 ökonomisch genauso am Ende wie wir. Ja? Nur eben auf höherem Niveau. Jawohl, lieber Franz Josef, lass sie uns bilden, die kapitalistische Einheitspartei Deutschlands. Ich selbst greife ein ins Rad der Geschichte. Ja, ich halte es an und ich drehe es zurück, damit es endlich wieder vorwärts geht. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Mit Stolz. Ja, mit großer innerer Befriedigung kann ich heute einschätzen. Die Kombinate Siemens, McDonald's und Henkel Spee
schreiben erstmals seit der Wiedervereinigung rote Zahlen. Jawohl, und damit sind die Sieger von gestern die Bettler von heute. Was der 13. Parteitag beschloss, wurde Wirklichkeit. Unsere Ziesel sind nicht überteilen. Das habe ich nie richtig ausgesprochen. Ne? Für die Jüngeren unter uns hier in Bayern, mein lieber Franz Josef, gemeint war die marxistisch-leninistische Partei. Mhm. Unsere marxistisch-leninistische Partei. Ja, Sie lachen hier. Aber Oskar Lafontaine spricht ja auch schon so. Ja? Unsere marxistisch-leninistische Partei hat im Westen Deutschlands kräftigst investiert. Und damit schaffen wir die Basis für die Grundlage unseres Fundaments. Und wenn das die Merkel nächste Woche auch wieder sagt, dann wissen Sie, wo sie es wieder her hat. Unser Franz Josef, er lebe hoch, 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 Völkerheer! Das ist dein Geburtstag, Franz Josef. Ja. Ich nehme einmal vorsichtshalber diese Akte an mich. Das war eine großartige Laudatio, Herr Honecker. Ich habe auch für Sie was, ein schönes Foto von uns beiden bei meinem Besuch in der DDR. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, da waren wir beim Probewohnen in einem Ostberliner Möbelhaus. Ich erinnere mich sehr deutlich, und wenn ich das alles hier erlebe, muss ich sagen, vielleicht, lieber Franz Josef, hätten wir dieses ganze System erst mal leasen sollen. Dann könnten wir es nämlich jetzt auch zurückgeben und wären die kostenlos, und zwar kostenlos. Es ist halt schade, dass der Gorbatschow gekommen ist und alles kaputt gemacht hat. Wir zwei zusammen mit dem Schalko Lodkowski, wir hätten noch eine wunderbare Zeit haben können. Jawohl. Habe die Erich. Erich wird am längsten. Herr Schausaus-Vorsitzende, wenn Sie das Rednerpult bitte mitnehmen. Jetzt muss ich auch noch arbeiten. Man kann nicht immer nur vom Arbeiterstaat reden, ab und zu muss man auch einmal was tun. Nicht wahr? Mein Arbeitsplatz ist mein Kampfplatz für den Frieden, wenn es rein muss.